Hype baut sich richtig schnell auf. Und die Punkte gehen ab wie sonst was. Okay. Das könnte aber gleich ein Problem werden, weil die beiden schon tierisch ausgelaugt sind. Oh, und Boost nicht vergessen. So, ja, die beiden sind jetzt schon ausgepowert. Jonah Chen ist Designerin. Designer. Jonathan Lee. Braucht man einen anderen Techniker. So. AI muss höher. Dialogtree brauchen wir nicht. Level Editor. Nö, wir sind schon bei 90%. AI Companions. Warum nicht? So. Wen habe ich da gerade eingestellt? Eric Robinson ist eigentlich Designer und kein... So. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Designer übrig. Wir könnten Jonah ein bisschen auslasten. Ich glaube, das mache ich mal so. Ja, es wird langsam ein wenig unübersichtlich bei dem Spiel entwickeln, aber das ist wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. Hype baut sich von alleine auf über 100 auf. Bugs bald auch. Und die G3. Large Boost. Zack. So, Punkte sehen sehr, sehr gut aus. Oh, Anti-Girogon muss abgelöst werden. Und zwar von einem Designer. Oder auch nicht. Von einem anderen Designer? Auch nicht. Nicht so schön. Oh, 3D-Grafiken sind jetzt nicht mehr ausgelastet. Das ist schon mal sehr gut. Doch vielleicht Anti-Girogon? Und das Ganze noch ein bisschen runterschrauben? Nein. Oh, er könnte das hinbekommen. So, das ist vertretbar. Soundtrack. Surround Sound, okay. Jonathan Lee muss abgelöst werden von einem Techniker. So. Eric Robertson macht die Grafik. Geht nicht anders. So, World Design für einen Simulator. Hätten wir gerne noch. Virtual Economy. Dynamische Welt. Nee, okay. Rich Backstory und Realistic. Nur Realistic Weather? Nee, nur Rich Backstory. Also wir können wesentlich mehr Sachen reinpumpen. Das ist schon mal gut. Wir brauchen nur bessere Leute und mehr. Ich glaube, ich brauche wirklich 6 dafür. Wir haben nur 4. Aber ja, Punkte sehen sehr gut aus. Das dürfte ein Hit werden. 100 Bucks. Oh weia. Aber jetzt kommt gleich erstmal die G3. Und da dürften wir richtig reinhauen. Ich schätze mal Platz 25 oder so. Mal gucken. Genug Geld reingepumpt haben wir ja. 500.000 hatten wir schon mal. Millionen hatten wir, glaube ich, auch schon mal fast. Und... 47. Okay. Hype ist bei fast 500. Jetzt müssen wir ganz lange Bugs fixen. Was aber mit 5 Mann ziemlich fix geht. Stimmt, wir können ja 7 Mann haben. Okay. Wir haben übrigens gar keine anderen Frauen. Ist das beabsichtigt? Okay. Hype hält sich noch. Bugs sind gleich weg. Basteln wir noch ein bisschen dran rum. Oh, 2 neue Bugs. Bugs weg, Bugs weg, genau. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Hype hält sich. Ich werde aber gleich drücken müssen. Machen wir jetzt. Wollen ja nichts riskieren. So, 603. Neues Topic, neue Combo, super Combo. Das müsste für unsere neue Einsteiger richtig viele Erfahrungspunkte geben. Gucken wir mal. Ja, das ist alles soweit gut. Soweit gut. Wo sind die Neueinsteiger? Die müssten jetzt kommen. Wir brauchen mal eben ein drittes Level. Realistische Körpersprache. Okay, wir brauchen noch jemanden. Und zwar unten waren die Techniker. Für 500.000. So. Und Prison Planner ist da. Komm schon, ein 8er, 9er Spiel. 9, sehr gut. 9, 9, 9, 9, jo. Vielleicht noch eine Prise 10? Nein,
Ich hätte nichts sagen sollen wegen der 10. Klaus, so, du, Training. Du brauchst Technik. Du brauchst Design-Spezialist. Jo, Training. Du brauchst auch Design-Spezialist. Und dann haben wir bald keine Punkte mehr. Du Research, neues Topic. UFO, sehr schön. Und du machst mal Urlaub. Und 500.000 für Prison Planner. Ist Rang 11 geworden. Ist doch gut. 7,5 Millionen bisher. Okay, wir brauchen... Du warst ein Technikmensch, ne? 576, 450, 646. Rest sieht auch gut aus. Dich nehmen wir nochmal. Hallo, nicht Research. Hallo im Team. So. Und Platin-Status für Prison Planner. Können wir hier eigentlich irgendwas anklicken? Nö. Und wo sind die ganzen Poster hin? Also statt Postern sind jetzt die Dinger da. Ich fand die Poster aber irgendwie stylisch und die Wände sehen so kahl aus. Aber na gut. So, UFO ist fertig. Du brauchst ein bisschen Erholung. Du hast dich gerade erholt. Du brauchst gleich Erholung. So, fertig. Oh, wir können nun unser Research Development Lab eröffnen für 2,5 Millionen. Das machen wir doch mal. Okay. Okay. Um das Lab zu besichtigen, zieh einfach nach links. Neues Research. 3D-Grafikversion 6. Na endlich. Wo ist das Ding? Casual Games. Ja, schön. Ah, oh. Willkommen in unserem R&D-Lab. Oh, das sieht ja abgefahren aus. Und hier sind auch Poster. Wer bist denn wohl du? Momentan ist es noch leer. Aber wir haben eine Menge Leute, die hier mitmachen wollen. Du musst sie nicht einzeln anheuern, sondern du kannst einfach ein Budget festlegen. Desto höher das Budget, desto mehr werden sie arbeiten. Okay. Man sollte nicht zu viel investieren. Falls gerade kein Projekt aktiv ist, generieren sie langsam Research-Punkte. Was ja auch ganz gut ist. Research-Menü, okay. Start Project. Eine eigene Convention, sowas wie die G3. Internet Opportunities? Internet Opportunities. Das Internet wird unser Leben für ewig verändern, das stimmt. Die Welt wäre eine absolut andere ohne Internet. Neue Option für Research. Oh, 3D-Grafikversion 6. Oder Hardware. Ich hätte gerne eine neue Grafikversion. Also starte. Da ist der Status. Und wir müssen ein Budget festlegen. 340.000 pro Monat. Na komm, 500.000 pro Monat. So. Und die arbeiten jetzt ganz langsam da dran. Das ist okay. So, hier drüben. Pausieren. Du musst in Urlaub? Jo. Du musst auch in Urlaub. Du trainierst. Der Rest macht Contract Work. Irgendwas. So. Wie sieht es hier drüben aus? Oh, okay. Das ist wirklich langsam. Und ich will eigentlich nicht canceln, ich will rüberziehen. So. Wir haben bald 200 Millionen. Und das Ende des Spiels ist nahe. Das ist jetzt nicht so schön. Wir haben gerade so viel tolles neues Spielzeug bekommen. So, alle sind fertig erholt. Und man kann mehr Spezialisten anheuern. Ja, ja, okay. So, wir hätten gerne ein neues Spiel. Können wir hier irgendwas Neues auswählen? Nicht sehr viel, okay. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Und zwar ein UFO. Casual-Spiel sind gerade. Okay, ein UFO-Casual-Spiel. Large? Ja, komm, Large. Und das nennen wir sinnigerweise UFOs. Für den PC. Mit der neuen Engine. Weiter.
So, alle ploppen mit. Inzwischen haben wir ja 5 Angestellte und Anti-Gerogon. Das müsste hinhauen. So, Story-Quest nicht so wichtig. Jonathan Lee ist für die Engine verantwortlich und macht danach auch nichts anderes mehr. Können wir irgendwas noch in die Engine reinquetschen? Nö. Maus, Achievement, alles gut. Los, ploppen. Prison Planer hat 54 Millionen gebracht. Das ist ordentlich. Das heißt, wir können jetzt noch eine G3 mitnehmen. Dann das Spiel zu Ende entwickeln, das Spiel releasen und dann ist das Spiel vorbei. Also das Spiel, in dem wir Spiele entwickeln, ne? So. Ne? Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ob es so eine Art Highscore gibt oder noch was, ein Game Plus freigeschaltet wird oder was auch immer. Anti-Gerogon bei den Dialogen. Eric Robertson. Das ist dieselbe Einstellung wie letztes Mal auch, ne? Eric Robertson ist Designer, ist bei Design, Techniker ist bei dem. Jo, sehr schön. Weiter. Aber hatten wir da nicht auch schon jemanden angestellt? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, da das unser letztes Spiel ist, nehme ich mal an, machen wir eine große Kampagne. Für 2 Millionen. So. Das bringt schon mal noch mehr Hype. Dann die G3 gleich noch mehr Hype. Und wir sollten auch gleich die Booster anwerfen. Das ist nämlich jetzt schon Stage 3. Mist. Einstellungen müssten soweit okay sein. Ja, das kann weg, das kann weg. Oh, das passt sogar. Okay, okay. Und Boost, Boost. Schnell, 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 schnell. Oh, das gibt richtig schön Punkte. Was? Achso, unser Labor hat Testsubjekte ausprobiert und die sind nicht verrückt geworden. Ich wünschte... Nee, ich habe einige Produkte, die advertised werden müssen, also für die Werbung gemacht werden muss. Und wir können... Und er könnte Product Placement gebrauchen, also dass wir sein Produkt in unseren Werbespots mit einfügen. Und wenn wir in irgendeinem Spiel rot gefärbte Fässer explodieren lassen, kriegen wir 200.000. Nö. Wir haben 200.000 nicht mehr wirklich nötig, danke. So, G3. Wir hätten gerne eine noch größer als die Large Boost, aber die gibt's nicht. So. Dann haben wir gleich gut Zeit, Bugs rauszubringen. Das brauchen wir auch. Und nein! Casual Games ist kein Fokus mehr. Na gut, hoffen wir mal, dass UFO und Casual eine gute Kombination ist. Die gerade irgendwo ankommt. So, Boost ist auch alle. Bugs sind gleich weg. G3 müsste jetzt kommen. Jo. Und jetzt zum Abschied nochmal so ein 30er Platz wäre richtig schön. Also irgendwas im 10er Bereich ist, glaube ich, wesentlich zu hoch gegriffen. Dafür habe ich zu viele Fehler gemacht beim Spielen. Das ist nicht wirklich viel mehr geworden als vorher. Okay. Ja, Platz 35, das ist sehr gut. So, jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Den Hype nicht fallen lassen. Plop, plop, plop. Bug weg. Plop, 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 plop. So, Hype ist nur noch. Hype fällt. So, Release. Unser letztes Spiel. UFOs. Neues Topic, neue Combo. Keine großartige Combo. Schade. Mal gucken. Sound. Irgendwelche Gehaltserhöhungen? Nö. Aber genau, die Jungs müssten eigentlich recht gut was bekommen. Beim nächsten Spiel hätten sie ein Level Up, aber das gibt's wohl nicht mehr. So, du gehst in Urlaub. Du research nochmal die letzten Topics, damit wir das alles freigeschaltet haben. Cyberpunk, das ist doch cool.